Kurzi entsteht im Herzen des Mittel- und Ostsalentos. Sein Gebiet gehört zur Unione dei Comuni dell'Entroterre di Mutina, Vereinigung der Gemeinde des Winterlands aus Otranto, 2001 gegründet. Ursprünglich gehörte die Ortschaft zu der Eleno von Grecia Salentina, wo man noch heute Griko spricht. Man spürt noch das italienisch-griechische Vermächtnis auf ihrem wunderschönen Kulturerbe. Laut einer alten Tradition stamme der Name Kursi aus der römischen Anwesenheit einer Kurierwache. Die Wachen verbreiteten die Militärnachrichten in den verschiedenen Distrikten und lieferten nach langen Rennen die berühmten Diari Cursores, militaristische Zeugnisse von Kursi. Das bewohnte Gebiet von Kursi ist von grünenden Ländern und von alten Olivenhainen umgeben, die das Glanzstück der landwirtschaftlichen Wirtschaft und der örtlichen Ölbegabung darstellen. Das Altertum des Gebietes fällt ins Auge dank der Anwesenheit wichtiger Megalithen und besonders dank den Denkmälern aus der byzantinischen Zeit, historischer Beweis der italienisch-griechischen Kultur. Die Landschaft hat außerordentlichen Schatten in der Zone der sogenannten Tagliade, zur Mundart Steinbrüchen. Die endlose und grüne Weite von Olivenhainen mischen sich mit der typischen Landschaft der Steinzeit. Man kann außerordentliche Szenerien bewundern und in aller Ruhe in der Natur wandern. Die Ortswirtschaft ist noch heute von dem Herausziehen des sogenannten Kurzis-Steines charakterisiert, eine örtliche Art von Stein, Leciso genannt, die für den Gebäudesektor und als Dekoration verwendet wird. Der Kalkstein ist leuchtend und von der Anwesenheit sehr alten Fossilien charakterisiert. Man kann ihn in der gesamten Landschaft bewundern, sowohl auf dem Land als auch in dem bewohnten Gebiet. Wenn man durch die Straße der Ortsmitte von Kursi spaziert, spürt man die reine salentinische Atmosphäre unter dem Schatten des warmen örtlichen Steines. Pius der 12. Platz ist das Kernstück der alten Mitte von Kursi. Hier entsteht die Pfarrkirche, die mit Erhabenheit die Landschaft beherrscht. Sie hat soliden Gestalten und eine kleine Wölbung, die den gesamten Ort charakterisiert. Ganz oben auf das Gebäude steht die Büste aus Stein Heiliges Nikolaus, Schutzpatron des Ortes, dem die Kirche gewidmet ist. Die graziöse Architektur ist mit dem Bild eines Delfins verziert, auf den äußeren Voluten eingraviert. Die Gravüre ist das Ergebnis zahlreicher Rekonstruktionen, die im 15. Jahrhundert anfingen und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts beendeten, als die neue Hauptfassade modernisiert und ergänzt wurde. Der aus dem 16. Jahrhundert stammende Glockenturm ist 27 Meter hoch. Er hat graziöse Säulen und eingravierte Feston, Dekorationselemente, die Pracht und Eleganz dem gesamten Gebäude geben. In der Ortsmitte kann man fast überall Bau aus Lecesa-Stein, typischer örtlicher Tuffstein, bewundern. An sonnigen Tagen wird der Ton dieses Steins leuchtender mit warmen Nuancen. Es ist einfach, sich in dem pittoresken Labyrinth von Häusern und Gebäuden von dem Hauptplatz des Ortes bis zum alten Kloster der Augustinermönchen zu versenken und verschiedene architektonische Stile aus verschiedenen Epochen bewundern. In Kursi hat man viele Kennzeichen der griechischen Kultur. Das kann man in den geräumigen Höfen bemerken, die noch heute bewohnt sind und sehr gut von den Familien der Ortschaft aufbewahrt sind.
Palazzo de Donno ist der beste Ort von Corsi für Tourismus und Kulturveranstaltungen. Das Gebäude gehört zur Gemeinde. Im Inneren findet man ein Tourismusinformationszentrum, kulturelle Einrichtung für Touristen. Die Räume sind ganz weit und das Mauerwerk verweist auf die Pracht des Palazzos. In der Mitte des Gebäudes ist ein Raum, der für die Konferenzen, Kulturveranstaltungen und Treffen geeignet ist. In der oberen Etage ist eine öffentliche Bibliothek dem vielseitigen salentinischen Dichter Antonio Verri gewidmet. Das Gebäude erhaltet das wichtige Erbe Pensionante de Saraceni, gerade von Verri in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts gegeben. Der Palazzo hat noch eine alte unterirdische Ölmühle, die das Ecomuseo della Pietra Leccese, Ecomuseum des Leccesen Tuffstein, im Jahr 2000 wurde. Das Ecomuseum entsteht, um Informationen und Daten über die Geschichte und Kultur des Leccesen Tuffsteins, besonders über die kulturelle und gesellschaftliche Umwelt des Gebiets, zu sammeln. In den Räumen der alten Ölmühle wurde ein Museum ausgerüstet, wo man die Dauerausstellung Stone Stories bewundern kann. Es handelt sich um eine kulturelle und künstlerische Reise durch die Geschichte des Leccesen Tuffsteins und die Steine aus Apulien, die auf die Geschichte der Landschaft und ihrer Architektur verweisen. Die Einzigartigkeit des Ecomuseo della Pietra Leccese stellt die gemeinsame Identität von Corsi und seine Verbundenheit mit seinem Gebiet dar. Der Palast Maramonte symbolisiert vom architektonischen Gesichtspunkt die jahrhundertealte Feudalmacht von Corsi. Die älteste Seite des Gebäudes wurde von der Familie der Baronen Maramonte gegen Mitte des 15. Jahrhunderts errichtet. Die Architekturformen und die Räume des Palazzos wurden im Laufe der Zeit mehrmals verändert. Es hängte von dem Kunstgeschmack der Feudalfamilien, die sich aufeinander folgten. Die letzten Renovierungen gehen aufs 19. Jahrhundert zurück, als die graziöse Loggia errichtet wurde, die von einer behauten schlichten Kolonnade in dorischer Säulenordnung umgeben ist. Bemerkenswert ist die elegante Ecksäule aus dem 16. Jahrhundert auf der linken Seite der Hauptfassade des Palazzos. Seit 1959 ist der Palazzo Sitz der Gemeinde von Corsi und im Inneren sind die verschiedenen Ämter der Gemeinde und die Kaserne der örtlichen Polizei. Die künstlerische Kreativität des Palazzos ist vor allem in der Eingangshalle sichtbar. Die Gewölbe und die Außenräume sind mit prachtvollen Skulpturen verziert, die die wichtige Feudalgeschichte von Corsi darstellen. Am Anfang der Ortsmitte entstehen das Kloster der Väter des Augustinerordners und die anliegende Kirche Heiliges Antonio Abate. Die Kirche ist mit eleganten Friesen und Skulpturen von salentinischen Gewandten Bildhauer.
Das Kloster beweist deutlich die Anwesenheit Augustiner München bis zum Jahr 1809 mit der Auflösung der Klöster und der Einziehung von Vermögensgegenständen. Das Innere der Kirche des Klosters hat zahlreiche Altäre, die gemäß den Anforderungen des Lecesen-Barockstil produziert wurden. Bemerkenswert ist der Hauptaltar, 1663 vom berühmten Künstler aus Alessano Placido Buffelli behaut. Heiliges Antonio Abates Kirche stellt für Corsi ein wichtiges Denkmal aus künstlerischem und historischem Standpunkt. Das Heiligtum der Madonna dell'Abbondanza ist eine andere architektonische Perle von Corsi. An das religiöse Leben des Orts und an die Hingabe an Marie von den Bewohnern von Corsi verbunden. Mitten im Grün wurde das Gebäude auf den Resten einer Votivkapelle errichtet, die ursprünglich an die Gnades Madonna des Melitos gewidmet war. Im Innenraum bemerkt man den Dekorationsprunk des Barocks. Der behaute und bemalte Stein abwechselt sich mit üppigem weichen Stuck. Der Hauptaltar der Kirche wurde von dem wichtigen Künstler des 17. Jahrhunderts Giovanni Donato Chiarello aus Cupertino produziert. Das Sacellum enthält ein altes Fresko der Madonna mit dem Kind aus dem 15. Jahrhundert. Im Gebiet von Corsi kann man alte Megalithen finden, unter denen die zwei Meniere Croce di Bagnolo, Kreuz aus Bagnolo und Croce delle Tagliate, Kreuz der Steinbrüchen, hervorstechen. Der erste, wie man aus dem Namen ahnen kann, entsteht auf der Straße, die nach Bagnolo führt. Er ist 4,60 Meter hoch. Es gibt eine Legende über diesen alten Megalith. Laut einer alten Tradition wird nämlich gerade in diesem Punkt einen wichtigen Schatz aufbewahrt, der zur Mundart Acchiatura genannt wird, aus Acchiare, das heißt finden. Der Menhir Croce delle Tagliate befindet sich in der Nähe von einigen Steinbrüchen. Er ist kleiner als den vorherigen und ist 3,30 Meter hoch. Er ist völlig aus Stein von Corsi und seine Basis hat zwei Seiten bzw. 33 und 20 cm hoch. Das megalithische Erbe von Corsi gehört zur Tradition der salentinischen megalithischen Kultur, die ursprünglich auf großen Teil der Küste und der Provinz Lecce sehr wichtig war. Die bebaute Landschaft gewinnt an Schönheit dank breiten natürlichen Parks, die wichtige Treffpunkte der Gesellschaft darstellen. Der Park Antonio Cezza befindet sich an der südöstlichen Seite des Orts und ist dem Brigadier der Abteilung der Carabinieri gewidmet, der Silbertapferkeitsmedaille gewann. Der Brigadier Cezza, Bewohner von Corsi, starb, als er nur 26 Jahre alt war, während er einen bewaffneten Verdächtiger in einem öffentlichen Park von Potenza im Juli 1990 bewältigte. Der Park ist mit verschiedenen Skulpturen aus Leceser Tuffstein verziert.
Die Erinnerung an die Gefallenen des Kriegs wird von der Gemeinschaft von Cossé in Parco delle Rimembranze, Park der Gedenkveranstaltungen, in der Nähe der Ortsmitte begangen. Die Namen der Soldaten, die während den zwei Weltkriege gefallen sind, wurden auf dem Kriegsdenkmal zur Erinnerung der künftigen Generationen eingraviert. In diesen öffentlichen Räumen werden verschiedene Veranstaltungen und Events der Gemeinschaft organisiert. Diese Plätze sind für die Kultur und die soziale Mehrgenerationenintegration sehr wichtig. Thank you.